meine Lieben, heute kommentiere ich mal meine Reitstunde für euch und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, hier seht ihr mich beim Warmreiten. Ja, ganz normal im Schritt. Er tritt schön von hinten mit, ist sehr eifrig, aber nicht zu eilig. Er versucht sich schön nach unten abzustrecken. Es fällt ihm immer noch ein bisschen schwer, aber es wird kontinuierlich besser. Ja, also an sich bin ich schon mal sehr zufrieden mit dem Schritt. So, hier seht ihr dann die letzten paar Meter vom Schenkelweichen. Das macht er immer sehr gut, sowohl nach links als auch nach rechts. Da haben wir eigentlich nie Probleme mit. Ja, dann geht es hier in die halbe Volte rechts. Da ist er leider ein bisschen eng geworden. Das ist aber auch immer also sehr schwer, ihn da vor allen zu kriegen im Schritt, gerade am Anfang. Hier dann die halbe Volte nach links. Finde ich ein bisschen schöner als die nach rechts. Ja, da tritt er auch wieder schön mit. Kann ich gut mit zufrieden sein. Hier seht ihr dann das Schenkelweichen erst nach links und jetzt nach rechts. Mit der Stellung nach rechts, das fällt ihm immer noch so ein bisschen schwieriger. Da kriegt er einen kleinen Knoten in die Beine. Aber an sich macht er das sehr gut mit. Er tritt schön, also er kreuzt schön, er tritt schön mit, er tritt über. Hier dann der Trab. Ich finde, mein Sitz hat sich deutlich verbessert im Vergleich zu den anderen Reitvideos, die ich hochgeladen habe. Und auch sein Gangwerk, sein Gangbild hat sich etwas beruhigt. Er hetzt nicht mehr so, er lässt mich deutlich besser sitzen und auch besser treiben. Ja, an sich bin ich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Natürlich kommt er immer ab und zu noch ein bisschen enger, aber das liegt einfach daran, dass er ein Pferd ist, dem die Haltung einfach gut passt. Also es ist egal, wie ich die Zügel halte, ob ich sie lang lasse, kurz nehme. Es fällt ihm immer schwer. Und es wird aber auch besser, er zieht auch an. So, hier gehen wir dann in die Volte nach rechts von der Mittellinie aus. Das finde ich sehr schön. Also die erste Hälfte der Volte war sehr schön. Hat er sich sehr schön nach vorne gestreckt. So, dann geht es jetzt hier in die Volte nach links. Die finde ich auch wieder sehr schön, die erste Hälfte. Ich glaube, die zweite war auch ganz gut. Und dann die Trabtour an der langen Seite. Ganz schön so gesehen. Kann ich nicht meckern. Ich könnte meine Beine noch ein bisschen ruhiger halten. Hier hat er sich dann einmal kurz rausgehoben und hier musste er schnauben. Deswegen hebt er sich da so ein bisschen raus und zieht nach vorne. Da aber wieder schön bei mir sofort. Hier nochmal ganze Bahn. Und mein Problem ist immer, dass ich ihn auf der linken Hand so ein bisschen nach innen stellen möchte. Das mache ich auch total unterbewusst. Also mir fällt das dann immer auf Videos auf oder auch beim Reiten zwischendurch. Hier dann der Galopp. Den finde ich auch sehr schön ruhig. Sehr, ja, sehr bei mir geblieben. Eigentlich wirklich schön. Er könnte noch ein bisschen mehr mittreten, aber naja. So, hier sind wir dann beim Traben. Beim Zügel aus der Hand kauen lassen, er darf sich länger machen. Da fängt er dann auch das Rennen so ein bisschen an, weil er es einfach auch nicht mehr halten kann. Ja, er macht sich auf jeden Fall länger, der Hals wird deutlich länger, deutlich tiefer. Aber diese Vorwärtstendenz im Kopf, in der Schnauze, die müssen wir noch so ein bisschen stabilisieren. Da hat er sich kurz rausgehoben. Ja, und da war er wirklich sehr gut. Hier nochmal der Handwechsel. Den fand ich wirklich sehr schön von ihm. Da hat er sich auch nicht eng gemacht, er ließ sich schön reiten. Ja, dann lobe ich ihn noch und so als Fazit kann ich schon sagen, dass ich mit der Stunde sehr zufrieden bin. Er war gut bei der Sache, er ließ sich eigentlich treiben, er hat auch diese Vorwärtstendenz im Kopf gezeigt, er hat ge also nicht gegen den Zügel gezogen, aber er hat an den Zügel rangezogen, ist an den Zügel rangetreten und an sich war er wirklich sehr schön.